Die Entscheidung der Bundesregierung, das sogenannte Bürgergeld ab kommendem Jahr deutlich anzuheben, führt zu deutlicher Kritik der Opposition. So bezeichnet es die Union als falsches Signal. Die Arbeitsunwilligkeit werde damit massiv gefördert, so der stellvertretende CDU-Chef Jens Spahn. Für Sozialverbände ist die Erhöhung auf 563 Euro pro Monat für Alleinstehende dagegen viel zu wenig. Die Ampel rechtfertigt den Anstieg des ehemaligen Hartz-IV-Zahlungen um 12% auch für Familien, Kinder und Jugendliche sowie Asylbewerber mit der gestiegenen Inflation. Bei mehr als 5 Millionen Bürgergeldbeziehern geht es im kommenden Jahr bergauf, zumindest beim Blick aufs Konto. Denn die staatliche Stütze wird ab Anfang 2024 deutlich erhöht. Gut 12% knallt der Hartz-IV-Nachfolger hoch. Alleinstehende bekommen dann 563 statt wie heute 502 Euro pro Monat. Grund für die starke Anpassung nach oben ist die hohe Inflation. Bundessozialminister Hubertus Heil hält den Schritt für dringend notwendig. Die steigenden Preise der vergangenen Monate sind eine Belastung für die gesamte Gesellschaft und das gesamte Land. Es ist wichtig, dass wir in der jetzigen Situation etwas gegen diese starke Belastung tun. Für die deutsche Staatskasse wird es teuer. Die Erhöhung wird nach Heils Angaben im Bundeshaushalt mit 4,3 Milliarden Euro zu Buche schlagen. Eine vierköpfige Familie dagegen kann sich über die steigenden Monatssätze freuen. Mit Partnern zusammenlebende Erwachsene bekommen 506 Euro. Für Jugendliche von 14 bis 17 Jahren überweist der deutsche Staat 471 Euro. Für Kinder bis 5 Jahre 357 Euro. Das macht eine Gesamtsumme für eine vierköpfige Familie von 1.840 Euro. Und Miete, Heizkosten und Kindergeld kommen noch obendrauf. 3.000 Euro dürften also ohne Arbeit möglich sein. Auch Flüchtlinge bekommen wegen der Bürgergelderhöhung ab dem kommenden Jahr mehr. Alle Leistungen, die der Staat Asylbewerbern auszahlt, müssen ebenfalls um 12% erhöht werden. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.